you, mate. Well, I'm going to say it, Bridger. Well done, son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. Fuck off. I'm telling you. Wait, oi, oi, oi. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for your little deal. A deal? I thought we already had a deal. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt. Etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem.
Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
wieder zurück, seid wieder erlangt. Ich hab mir jemand meine Uhr. War kaputt, kriegst du nicht mehr. Aber der Mann sagt, er habe gedacht, die hätten vielleicht keine Bedeutung für mich. Darum hat er sie mir. Die Straße war voller Soldaten und als die Bomber kam, war kein Platz zur Flucht. Ich sprang in einen Graben, sah dann aber einen jungen Mann im offenen Gelände stehen. Bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, dass ich überhaupt ein mutiger Mann bin. Irgendwas brachte mich dazu, rauszuspringen, den Jungen zu packen und mit mir zurück in den Graben zu ziehen. Das hätte ich gebräut. Dieser verdammte Motor! Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Der Feldwebel trat an mich heran und sagte, warum bist du nicht in deinem Schützengrab? Siehst du was da oben? An den Schlafen, Feldwebel. Nichts zu sehen! Nichts zu berichten! Hier, trink das, sagte er. Es war ein Krug mit Weinkannen. Ich nahm einige Schlucke und war bald gut. Dann ging ich zurück in den Grab und schlief die Nacht durch. Ich sag euch Jungs. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, gab mir jemand meine Uhr. Ich war kaputt, blickte nicht mehr. Aber der Mann sagte, er habe gedacht, sie hätte vielleicht eine Bedeutung für mich. Wie nachsehen? Warum passiert das immer wieder? Verdammte Motor! Gut, und ab, ja. Hey, siehst du was da oben? Nichts zu sehen, nichts zu berichten. Nichts. Der Feldwebel trat an mich heran und sagte, warum bist du nicht in deinem Schützengrab? Deine Vermutung ist zu sehen. Also hat er sich welche genommen. Also. Seht ihn nicht, wie von da drüben. Das war der Tag. Das kann ich versichern. Was ist hier? Wenn Sie hier kämpfen,
unter Beschuss von Artillerie und MGs. Was wünschen Sie sich dann am meisten? Der Soldat denkt kurz nach und antwortet dann, dass Sie neben mir stehen. Der Mann steht vor dem Grab seiner Lazarettarztpatienten. Das kann jetzt ein bisschen wissen. Der Uten, ja. Ich träume von der Zeit, als wir zu Kollagen Luft aufgekommen haben. Wann marschieren wir weiter? Später! Wir haben alles vor.